Zweiter Akt der Vierschanzentournee. Die DSV Adler bei ihrem zweiten Heimspiel in Garmisch-Partenkirchen wieder angreifen. Der Live-Ticker zum Neujahrsspringen. Wintersport. Zweites Springen bei der Vierschanzentournee. Sonntag. 14.00 Uhr. Die deutschen Skispringer wollen beim Neujahrsspringen besser abschneiden als beim Auftakt in Oberstdorf. 7 Deutsche stehen im Finale. Die Punkte nach dem ersten Wertungsdurchgang. Der Live-Ticker zum Event in Garmisch-Partenkirchen. Philipp Raimund. Der nächste Deutsche zeigt einen zufriedenstellenden Sprung von 135 Metern. Starke Leistung von Raimund, der bei der Verkündung seiner Punkte laut jubelt. Vorfeng, Norwegen. Die Norweger sind heute gut drauf. Also auch Vorfeng, der dank eines 130,5 Meter weiten Sprungs und guter Haltungsnoten auf dem dritten Platz steht. Stefan Kraft, Österreich. Ebenfalls 131 Meter weit fliegt Kraft, der zufrieden sein kann. Kobayashi, Japan. Nun zeigt der Vorjahresgesamtsieger einen guten Sprung. Mit 131 Metern übernimmt er die Führung. Sandel, Norwegen. Der 21-Jährige kommt nur 122 Meter weit. Er hätte ein paar Meter mehr gebraucht, um Konstantin Schmidt zu verdrängen. Kaudelka, Tschechien. Der Tscheche zeigt keinen guten zweiten Sprung. Mehr als 117 Meter sind nicht drin. Pius Paschke. Der nächste Deutsche kommt nur 127,5 Meter weit und kann nicht jubeln. Palosaari, Finnland. Der Sprung des jungen Finnen kommt gut. 125,5 Meter sind es am Ende. D. Prevc, Slowenien. Im zweiten Durchgang zeigt der Bruder von Peter Prevc nur einen 125 Meter Sprung. Konstantin Schmidt. Sofort kommt der zweite Deutsche dran. Schmidt landete auf Platz 29 im ersten Durchgang. Der Bad Aibilinger springt starke 133 Meter weit. Felix Hoffmann. Der erste Deutsche im Finale springt 128 Meter weit. Kein schlechter Versuch. Und weiter geht's mit dem Finaldurchgang. Das war's mit dem ersten Durchgang. Halvor Egner Granerud legte mit 140 Metern und 148,5 Punkte vor. Ancelanisek steht auf Platz 2, während David Kubacki aktuell Rang 3 belegt. Bester Deutscher im ersten Durchgang war Andreas Wellinger mit 137 Metern. Karl Geiger steht derzeit auf Platz 10. Insgesamt stehen 7 Deutsche im Finale, Markus Eisenbichler ist jedoch draußen. Vierschanzentournee, erster Wertungsdurchgang in Garmisch-Partenkirchen. Dean, USA, VS Kubacki, Polen. Der US-Amerikaner Decker Dean kommt 112,5 Meter weit. Doch David Kubacki, der in der Qualifikation Erster wurde, schlägt ihn mit 136 Metern locker. Luka Roth vs. Lanisak, Slowenien. Der letzte Deutsche im ersten Durchgang ist Luka Roth, der 113 Meter weit springt. Doch der Slowene Ance Lanisak kann ihn mit dem bisher weitesten Sprung überbieten.
Mit 140,5 Metern überholt er beinahe sogar Graneruth. Prevc, Slowenien, VS Zeitsch, Slowenien, Domen Prevc muss sich seinem Landsmann Timi Seitsch geschlagen geben. Vierschanzentournee, Graneruth springt im ersten Durchgang 140 Meter Aalto, Finnland, VS Zyla, Polen. Der Zweitplatzierer aus Oberstdorf Piotr Zyla zeigt einen sehenswerten 135,5 Meter weiten Sprung und jubelt laut nach seinem Finaleinzug. Sato, Japan, VS Fettner, Österreich. Keiichi Sato springt nur 110 Meter weit. Manuel Fettner setzt sich mit 136 Metern auf Rang 3 des ersten Durchgangs hinter Andreas Wellinger fest. Stefan Hula, Polen, VS Graneruth, Norwegen. Wow! Halvor Egner Graneruth knüpft an seine Leistung aus Oberstdorf an und springt 140 Meter weit. Mit diesem herausragenden Sprung setzt er sich ganz oben fest. Stefan Hula hat in diesem Duell keine Chance. Sekon, Italien, VS Storch, Polen, Kamil Storch 135 Meter setzt sich mit großem Abstand vor dem Italiener Roberto Sekon durch. Vierschanzentournee, Norweger Lindvik wegen Anzug disqualifiziert Prevc, Slowenien, VS Čofenik, Österreich, Peter Prevc. Der Gesamtsieger aus dem Jahr 2016 kommt nur 118 Meter weit. Daniel Čofenik zeigt einen starken 131 Meter weiten Sprung. Philipp Raimund VS Jella, Slowenien, Raimund rettet sich gegen Ziger Jella durch. 125,5 Meter reichen gegen 118 Meter des Slowenen. Konstantin Schmidt VS Insam, Italien, Schmidt setzt sich mit einem 121 Meter Versuch gegen Alex Insam durch und ist der nächste Deutsche im Finaldurchgang. Update 14.37 Uhr. Der deutsche Stefan Laie ist trotz seiner knappen Niederlage im Duell gegen Marius Lindvik der Gewinner, denn der Norweger wurde aufgrund eines zu großen Anzugs disqualifiziert. Damit verschiebt sich auch die Lucky-Loser-Tabelle. Kraft, Österreich, VS Sografski, Bulgarien, Stefan Kraft kommt 122,5 Meter weit und kann Wladimir Sografschis 103 Meter locker überbieten. Vierschanzentournee, Pius Paschke setzt sich gegen Markus Eisenbichler durch Heyberg, Österreich, VS Malzew, Estland. Der Österreicher Michael Heyberg kann Malzews 120 Meter Sprung um 8,5 Meter überbieten und ist weiter. Vasek, Polen, VS Forfeng, Norwegen. Der Pole setzt sich mit einem 130 Meter Sprung durch und steht im Finaldurchgang. Pius Paschke VS Markus Eisenbichler. Das deutsch-deutsche Duell endet mit dem Finaleinzug von Paschke. Dieser springt 124,5 Meter weit. Eisenbichler kann nicht richtig antworten und kommt selbst nur 124 Meter weit. Der Siegsdorfer setzt keine gute Landung und kommt nicht so weit wie sein Landsmann Paschke. Für den Lucky Loser wird es für ihn nicht reichen. Stefan Laie VS Lindvik, Norwegen. Marius Lindvik liegt mit 130,5 Metern vor.
Der Nordhesse-Laie kann den Hochkaräter mit einem 128 Meter Sprung jedoch knapp nicht durchsetzen. Nun muss der Deutsche auf die zweite Chance als Lucky Loser hoffen. Vierschanzentournee. Wellinger setzt mit 137 Metern die bisherige Bestmark Kaudelka, Tschechien, vs. Johansen. Der Norweger Johansen gewinnt das Duell, 129,5 Meter reichen gegen Roman Kaudelka. Auf Platz 14 beendete Philipp Raimund den ersten von vier Stopps der Tournee, Stefan Laie wurde 20. Auch der Bronzemedaillengewinner von Peking Markus Eisenbichler enttäuschte mit Platz 33. Sein Kollege Konstantin Schmidt landete vier Plätze vor ihm auf Rang 29. Pius Paschke belegte als letzter Deutscher Platz 41 von 50. Beim zweiten Springen am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen hoffen die DSV Adler nun darauf, ihren Heimvorteil ein letztes Mal zu nutzen. Beim ersten Springen durfte noch das norwegische Team jubeln, da sich Halvor Egner Granerud mit großem Abstand